Machen wir schnell über 50.000 Coins in 10 Minuten, Freunde. Ja, klingt fair. Aber mit Beweisen, ne? Beweise sind wichtig, weil Theoriegelaber, wenn ihr das hier und hier macht, das kann jeder. Hier bei Gibi, ihr wisst das, gibt's wie immer Fakten, Beweise, XY, gelöst. Ja, genau. So nennen wir das alles, oder? Neues Format? Super. Servus, ich bin Gibi seit 5 Jahren der FIFA-Trader eures Vertrauens. Und bevor wir loslegen, gibt's natürlich auch heute mal wieder einen ultra heftigen Scale. Keyboard, wer braucht schon Keyboard, ne? Ich mach Tischboard. Okay, reicht schon wieder. Trading läuft wie immer alles gut. Aktuell haben wir hier, das seht ihr gerade nicht, 1,1 Millionen Coins auf der Uhr stehen. Dran schwererlösch, was sagen die so ungefähr? Weiß gar nicht mehr, was wir da so aktuell hatten. Foot Gamebreakers, Grüße gehen raus, haben mich mal wieder überholt, aber die Jungs, die sind von einer anderen Welt. Da kann man nichts machen. Real Talk. Und ich habe die 5 Millionen Coins geknackt bei den Erlösen. Ist ja schon mal gut. iRemakers wird mich auch irgendwann von hinten. Kann ja auch nichts dagegen tun. Aber aktuell begnüge ich mich noch mit Rang 2. Wenn du mit deinem Coinstand unzufrieden bist, kann ich dir natürlich helfen. Denn es gibt von mir exklusive Trading-Tipps als Kanalmitglied und oder Premium-Trader. Such dir gerne was aus. Schau es dir an. Alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Und jeder, der sagt, will ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht, auch kein Problem. Ihr könnt natürlich auch trotzdem kostenlos unserem Discord-Server joinen. Auch dieser Link ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Kurz, knapp. Was haben wir gemacht? Ganz einfach. Überlegt mal, wann war ein guter Zeitpunkt zum Bieten? Vergangene Woche. Richtig, ihr habt ja schon richtig gut gelernt. Freitag kurz nach 20 Uhr. Jeder, der sich jetzt fragt, warum Freitag kurz nach 20 Uhr? Ganz einfach, Freunde. 19 Uhr ist das Wants to Watch Event an den Start gegangen. Es war klar, viele werden direkt Packs reinschwitzen, egal ob jetzt aufgehoben oder Points, Coins gekauft, alles Mögliche. Einfach raus da. Oder vielleicht FIFA Points aufgehoben, von der Ultimate Version auch möglich. Und da war klar, gut, es wird wieder eine kleinere Marktüberfüllung stattfinden. Ähnlich wie Release-Tag am Dienstag in der Nacht. Da hat man ja auch ein Video dazu. Und dann war klar, gut, wenn viele um 19 Uhr Packs aufmachen und ihre Karten auf den Markt stellen, eine Stunde später, kurz nach 20 Uhr, bieten, bieten, bieten. Trading, trading, trading. Coins, coins, coins. Da haben wir gedacht, gut. Letztes Mal haben wir ja die Chemistry Styles genommen und ein bisschen Gold Rare Futterspieler. Gibi, überleg mal. Jetzt musst du natürlich wieder auf was anderes einsteigen, weil viele haben ja dein letztes Video gesehen. Die werden es wahrscheinlich auch mit, was haben wir probiert, ich weiß gar nicht mehr. Wie hieß der Scheiß Chemistry Style? Anker. Anker, ja. Mir war klar, gut. Es werden viele mit Anker probieren. Kann ich nicht auch wieder machen. Ich muss wieder neue Karten finden. Habe ich mir gedacht, High-Rated Karten, also High-Rated Futterkarten, sind aktuell noch nicht so beliebt, weil die SBCs sind so, naja, okay. Cassier ist zum Beispiel gekommen Freitagabend, das war jetzt kein Must-Have, dementsprechend sind die Futterkarten auch nicht hochgeschossen. Also habe ich mir gedacht, gut, da bieten wir kurz nach 20 Uhr einfach mal massenhaft auf eine Futterkarte. Und wie man hier sehen kann, ich habe mich für Lörres entschieden. Lörres, der absolute Klassiker, Freunde. Und ihr seht, ich bin am Bieten, Bieten, Bieten. Loris ist ungefähr so bei 15.000 Coins immer, mal 1.000 Coins weniger, mal 1.000 Coins mehr, aber durchschnittlich in der vergangenen Woche immer so bei 15.000 Coins gewesen. Und ihr seht schon, um welche Preise es da geht, um welche Preise es da geht. Selten über 10.000. Falls ihr euch nun fragt, warum hat der Dude da die App aktualisiert? Wichtig. Auf der Konsole ist es glaube ich nicht der Fall, aber vor allem in der Web-App habt ihr immer mal wieder das Problem, dass ihr nicht weiterbieten könnt. Da kommt dann rot oben die Fehlermeldung, Gebot konnte nicht entgegengenommen werden oder Item kann nicht verschoben werden, Fehler ist aufgetreten, sehe ich gerade. Irgendwelche Fehlermeldungen und eure Gebote werden nicht mehr angenommen. Da ist es in der Web-App ultra wichtig. Ultra wichtig, dass ihr wirklich F5 oder oben in eurem Browser aktualisieren drückt. Weil dann geht wirklich nichts mehr.
dann hilft auch nichts mehr. Dann müsst ihr die Web-App aktualisieren, damit ihr weiter bieten könnt. Ist kein Softban. Viele werden vielleicht denken, oh, ich kann nicht mehr bieten, Softban. Nein, das ist eben wieder so ein schöner EA-Fehler, der halt einfach existiert. Aber ihr seht schon, Web-App aktualisiert die Seite. Weiter geht's mit dem Bieten. Und ihr seht die Zahlen immer noch. Mal bin ich etwas höher eingestiegen, mal habe ich einfach hier bei den niedrigen Preis mitgeboten und es läuft. Man bekommt nicht alles, Freunde, natürlich nicht. Wird man alles bekommen, dann wird man in den 10 Minuten, in denen ich jetzt da rumgeboten habe, wird man Millionen Coins machen. Weil das ist ja verrückt bei der Preisklasse. Aber, und das ist das Entscheidende, Freunde, es geht etwas. Es bleibt etwas hängen. Und selbst wenn es nur 5 Karten sind, jetzt hier von Lori zum Beispiel, 5-mal unter 10.000 Coins erboten, 5-mal für 15.000 Coins verkauft, dann ist das für 10 Minuten Aufwand ein fetter Gewinn. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt 10 Minuten getradet? Der Clip hier, der geht nicht mal 5 Minuten. Also eigentlich, ja, aber wir sagen einfach 10 Minuten, wir wollen es menschlich halten. Kurz bevor der Clip endet, ich habe da oben natürlich schon weitergeboten, ich sehe da schon mal, was so ein bisschen hängen geblieben ist und ihr seht es ja. Lori ist für 5.400 Coins, 7.300, natürlich auch mal einer für 10.500, aber das ist auch ein schöner Gewinn. Aber wie gesagt hier, die 5.400, das ist schon frech. Deswegen Freunde, was sage ich immer wieder? Probieren, probieren, probieren. Mit dem Probieren fällt man oft auf die Fresse, auf jeden Fall, ja, aber man sammelt damit Erfahrungen. Und wenn man keine Erfahrungen sammelt, da findet man auch nicht heraus, was gut läuft. Man kann herausfinden, was super toll ist und das kann man dann vertiefen. Da kann man ganz einfach hergehen. Datenbank, dann kannst du ja zum Beispiel filtern. Einfach mal 5.000 bis 20.000 Coins. Yo, dann hier noch absteigend und dann kannst du hier die ganzen Spiele ein bisschen mal durchforsten und dann, wenn es mal wieder soweit ist, neues Event, Freitag 19 Uhr, im Normalfall jeden Freitag der Fall, 20 Uhr, danach, kleine Marktüberfüllung. Guckt euch diese Auswahl an. Gut, Libertadores-Spieler, die blenden wir jetzt mal aus, weil das hat EA, naja, nicht so ganz hinbekommen, aber genug andere Spieler. Ne? Wir haben hier seitenweise Spieler, die in Frage kommen, die man günstiger bieten kann und direkt, ihr heiratet diese Karten nicht, nein, direkt wieder verkauft. Direkt euren Gewinn mitnehmen, direkt Liebe. Liebe für eure Coins. Ich habe auch bei den was Premium Trader oder Kanalmitgliedern auf jeden Fall in dem privaten Discord-Kanal gesehen, da ist jemand von selbst auf Fabinho gekommen. Ist ja 1:1 dasselbe wie Loris. Ne? 87er Rating, selbe Preisklasse, auch der hat Fabinhos einfach mal unter 10.000 Coins erboten. Kann man mal machen. GG an denjenigen, falls du das siehst, gerne in die Kommentare irgendwas schreiben oder melden, dann pinne ich dich an. Aber nur wenn du es wirklich bist. Ich schau nach. Und ja, Freunde, vergisst auf jeden Fall nicht, wieder einen Daumen nach oben da zu lassen, denn ihr wisst ja, Daumen nach oben bedeutet, ah, die Freunde hier, die Abonnenten und Zuschauer haben Interesse daran, was man am besten einkaufen sollte bei Marktüberfüllungen. Dann mache ich auch mehr Videos dazu. Wenn ich sehe, die Likes werden immer weniger, denke ich mir, dann habt ihr auch kein Interesse mehr dran. Aber ich gehe irgendwie schon davon aus, dass ihr Interesse habt. Aber ihr müsst mir das natürlich bestätigen. Ganz einfach. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für eure Aufmerksamkeit. Wir sind fertig für heute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Wunderbar? Haut da rein.